Liebe geistige Welt, ich möchte euch heute um eine vertiefende Antwort bitten zum Thema Depression, konkret vielleicht auch die Depression im Kontext von Traurigkeit, nicht sich sein zu dürfen, sich verstellen zu müssen, Masken zu tragen, was ja aktuell gerade im Kollektiv intensivst bearbeitet wird. Damit einhergehend die Angst, abgelehnt, zurückgewiesen, der Liebe und der Wertschätzung entzogen zu werden und somit allen gefallen zu wollen. Ich bitte auch um eine Präzisierung der Informationen in Bezug auf die Männlichkeit, weil die Männlichkeit hier in ihren sehr klassischen Rollenbildern, die sie nach wie vor trägt, suggestiver Art in diese Rollen gepresst wird und natürlich auch bereitwillig bereit ist, diese Rollen vom starken Mann, vom erfolgreichen Mann, von dem Mann, wovon alle träumen und jubeln und in die Hände klatschen und sagen, je, du bist so ein Held. Und im Inneren ist eigentlich nichts anderes als eine wirklich zutiefst traurige Person, die ihren Schmerz nicht kundtun darf. Ich bitte um Erläuterung für dieses Bild und auch, wann wir schwach sein dürfen. Dürfen wir das? Dürfen wir das in der Gesellschaft? Können wir das? Können wir diese Schwäche im individuellen Gesehen, gesellschaftlich gefühlt, aushalten? Oder kommen dann sofort die Beschwichtigungsstrategien und die Trostprogramme und vielleicht auch das Lecken des eigenen Selbstmitleides und die Wunden dahinter. Ja, das die aktuellen Gedanken, die durch mich strömen, und ich bitte einfach um Erläuterung, wann es uns gelingt, individuell zu uns zu stehen, bei uns zu bleiben, uns nicht so sehr zu verbiegen, dass wir über unsere Grenzen gehen und dass wir überhaupt selbst mal erkennen, wo wir uns da selbst täuschen, eben Masken und Verhaltensweisen uns angeeignet haben, um überleben zu können. Liebe Cynthia, sehr geschätztes Publikum, in diesem Fall auch geschätzte Herren. Wir sprechen sehr gerne zu euch, denn ihr wisst, das Thema der Depression ist ein Tabuthema und für jeden sogenannten, wie ihr es nennt, erfolgreichen Mann oder ein Mann, der erfolgreich sein will, kein Thema. Die Traurigkeit um dessen, was ihr beschreibt, in einem Menschenleben, sich mit schwierigen Gefühlen, mit innerer Leere, mit Auswegslosigkeit und Hoffnungslosigkeit auseinandersetzen zu müssen. Ist ein Hilferuf und eine große Dringlichkeit, im Leben etwas verändern zu können,
verändern zu wollen, hin zum Guten. Hin zu dem, was ihr da nennt, euer wahres Selbst. Und es ist ein Befreiungsweg der Selbstbetrachtung, welche aus einer ursprünglich selbst aufopfernden Haltung anderen gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, sich immer wie mehr betrachtend, erkennend, lösend und liebend den Weg öffnet und ebnet zu dem wahren und authentischen Selbst. Diese Wege zu gehen, braucht Mut und das Aussitzen in den alten Energien. Und auch durch Heilung, Heilarbeit ist eine bedingte Lösung. Eine tiefere Möglichkeit, sich zu erkennen, sich zu befreien von dem, was ein Leben im Drama, im Schmerz, in der Angst bestimmt hat, ist ein sehr tiefes Einlassen und akzeptieren und somit auch ein wirkliches Bekennen gegenüber dessen, was ist. Und dieses sehr tiefsinnige Einlassen und bekennen und somit auch erkennen in der Folge fördert eine tiefe Selbsterkenntnis und eine wirklich lebensbejahende Zustimmung gegenüber den schwierigen und anspruchsvollen und vielleicht subjektiv empfundenen dunklen Seiten eines Menschenlebens. Wenn du nach der Männlichkeit fragst, die gerne auftrumpfen will, so kannst du davon ausgehen, dass dies in jedem Fall ein Zustand einer männlichen Schwäche darstellt, nicht bei sich zu sein, sondern angstmotiviert aufgrund von mangelnder Selbstwertschätzung und fehlender Selbstliebe nach außen gerichtet und projiziert wird, was eine Kompensationshandlung ist, um die eigene Unsicherheit und die Ängste
nicht fühlen zu müssen. Schwäche zuzugestehen ist ein Prozess bei jedem Menschen, wenn er bereit ist, loszulassen, wenn es gar nicht mehr geht, wenn der totale Absturz und das Aufprallen auf dem harten Boden der Tatsachen stattfindet. Denn der Mensch ist bequem, er bewegt sich nur, wenn er es muss, und sucht auch Auswege und Ausreden, sich nicht unnötig schwierigen Themen gegenüber exponieren zu müssen. Ein Mensch, der im Rahmen seiner persönlichen Entwicklung diesen Dämpfer bekommen hat, und sich auch darauf wirklich eingelassen hat, wird erwachen und persönlich reifen können. Und ein solcher Weg ist nicht für jeden Menschen bestimmt. Umso älter die Seele wird, umso stärker die Divergenz zum Kollektiv, zu sämtlichen gesellschaftlichen Strömungen und Gruppierungen, und umso tiefer die Auseinandersetzung mit dem Selbst. Das heißt, um deine Fragestellung vollständig zu beantworten, können wir dir sagen, dass normale Menschen, die einem normalen Beruf folgen, normale Familienkonstellationen haben, eine normale Entwicklung verfolgen, auch ein mehr oder weniger normales Leben führen werden. Es ist nur für die Minderheit bestimmt, hier gänzlich den Turnover zu machen,
Und im Rahmen von großen persönlichen Veränderungen aus der Raupe einen Schmetterling werden zu lassen. Und wir möchten hier betonen, dass wir das nicht geringschätzig meinen oder wertend, sondern es ist auch sehr bequem und gut und sinnerfüllend, in weitestgehend normalen Zuständen ein normales und somit auch weitestgehend stabiles, gutes, so wie ihr es nennt, anständiges Leben zu führen. Ohne Hochs und Tiefs, ein wenig Ausschläge nach links und rechts, doch alles in Maßen. Ob ein Leben von solchen starken Extrema ausschlagender Art geprägt wird, ist in einem individuellen Menschenleben schon sehr früh sichtbar und bringt subjektiv gefühlt auch in der Anwesenheit durch sogenannte Profis, die ihr als Unterstützung herbeiziehen wollt, immer wieder Erfahrungen von es ist zu viel, es ist am Limit, es ist am Überborden, es ist ein Grenzfall mit sich. Und deswegen können wir euch sagen, ein jeder von euch, der in eine Depression kommt und es gehört zu einem Menschenleben nun mal dazu, genauso wie die Grippe oder ein Loch im Zahn, darf sich glücklich schätzen, weil es einer beständigen Entwicklung im Menschsein dient. Anders aber ist der Fall, der im Inneren spürt, insbesondere was die männlichen Energien anbelangt, dass etwas anders sein sollte, aber aus Angst die entsprechenden Schritte nicht gegangen werden. Und so sich die äußeren Faktoren zusätzlich zuspitzen und die Energiefelder eng gemacht werden, um das, was im Inneren eigentlich gefühlt würde, verdichtend, verstärkend, nochmals klar eruiert werden will. Das ist somit ein Notruf der Seele über die Psyche an den Menschen, die entsprechenden Schritte und Handlungen in einem Menschenleben zu unternehmen, um
maßgebliche Veränderungen in einem Menschenleben einzuleiten. Und sehr oft ist das Ich nicht immer sofort bereit, die Stimme der Seele so klar zu vernehmen und braucht deswegen den Druck über die Psyche. Und das nennt sich dann Depression. Somit ist in jedem Fall gesagt, die Depression ist eure Entwicklungshilfe. Sie dient eurem Wachstum, sie dient einer tiefen Einsichtnahme, euer Potenzial freizugeben, es frei zu leben und dadurch Glück, Harmonie, Zufriedenheit, tiefe Losgelöstheit, Entspannung und immer wie mehr Liebe und Zufriedenheit in eurem Leben anzuziehen. Du fragst uns, ob Menschen das umsetzen. Und da können wir dir sagen, die Notrufsignale der Seele über die Psyche können sehr laut sein, indem sie auch, wenn nötig, die Psychosomatik einschalten und Krankheiten entstehen lassen, um wirkliche Veränderungen in einem Menschenleben vorzunehmen. Der Mensch ist bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen, um keine Veränderungen vorzunehmen. Das ist auch gut. Auch die Ablehnung durch den freien Willen darf sein, weil darin auch die Diskrepanz zwischen dem Ich-Willen und dem seelischen Wollen aufgezeigt werden will und dies auch seelisch bestätigend erlaubt wird als ein Muster, welches sich im Kreis dreht. Solche Spielereien kann man in einem Leben gerne machen, doch irgendwann wird es in einem Folgeleben dann die Gelegenheit geben, sich dann wirklich tief auf das einzulassen, was auch immer gelernt werden möchte. Abschließende Worte, welche wir gerne an die Herren richten. Schämt euch nicht eurer Gefühle. Sie sind wichtig, sie sind heilig. Und wenn ihr keine Zustimmung erfahren habt, was eure Gefühle anbelangt, ihr alleine wart mit euren Gefühlen, so lernt euch selbst ein tröstender Mann zu sein,
in der Aufrichtigkeit eurer Herzen zu ruhen und zu spüren, dass da Liebe ist, dass ihr durchaus zu Liebe fähige Wesen seid, dass euer Herz, das Herzchakra, seine Arbeit aufnimmt und lange darauf gewartet hat, diese Arbeit mit euch zu verrichten, und es sich nun freut, euch nicht mehr länger aufhalten zu lassen in den vermeintlich wichtigen Alltagsthemen. Erkennt euch, wo ihr authentisch seid, wo ihr mit ganzem Herzen dabei seid und wo ihr euch auch aus ganzem Herzen freut. Die Herzöffnung, die bei vielen von euch geschieht in diesen Tagen und Wochen, durch die vielen Heilungen, die ihr euch anhört, wird euch nochmals auf eine wirklich tiefe Ebene eures wahren und authentischen Seins bringen. Und ihr habt das verdient. Ihr habt es verdient, dass ihr angstfrei so sein dürft, wie ihr seid, wer ihr seid. Und vielleicht ist es schon einige Jahre, Jahrzehnte her, dass ihr euch so rein und unschuldigen Herzens gefühlt habt. Nichts im Äußeren kann wichtiger sein als euer wahres Selbst. Der Ursprung, die Kraft eures Herzens. Und dorthin geht's wieder zurück. Dorthin führt euch euer Herz. Und wenn ihr diesen Pfaden folgt, so vertraut, dass ihr ankommen werdet bei euch in sehr tiefem Frieden, in sehr tiefer Ruhe, in einer überaus großen Liebe. Die euch geschenkt wird aus der Unendlichkeit, weil ihr bei euch seid, authentisch, ehrlich, integer, aufrichtig,
wahrhaftig, lebend und glücklich. Danke für euer Dabeisein und auf bald.